So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, heute geht's in den 11. Spieltag. Es geht in das Eintracht-Duell in Frankfurt. Ja, es ist der 11. gegen den 13. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die Frankfurter stehen nach 10 Spielen mit 10 Punkten auf Platz 13 und stehen damit wahrscheinlich auch hinter ihren Erwartungen. Ich denke, dass sie über kurz oder lang auch Richtung Europa League wollen. Und wir wollen heute auf jeden Fall die Tabellenführung verteidigen. Wir führen aktuell die Tabelle an mit 26 Punkten. Dortmund dicht gefolgt mit 24 Punkten. Und ja, der erste Lichtblick in dieser Folge, Kerem Demirbay ist wieder mit dabei, wird heute aber noch nicht von Anfang an spielen. Ist ja noch angeschlagen, aber sonst können wir heute aus dem Vollen schöpfen. Wir können heute in Bestbesetzung auftreten. Ich glaube, sonst ist niemand mehr verletzt. Es kann sein, dass ich jetzt einen vergessen habe, aber ich glaube nicht. Sonst dürfte jetzt niemand mehr verletzt sein und das ist richtig, richtig cool. Ja, und damit können wir eigentlich schon auch reinstarten. Ich habe, glaube ich, sonst eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass es heute eigentlich eine klare Angelegenheit sein sollte, zumindest was die Tabelle angeht. Ich habe aber, wie gesagt, wie schon in den letzten Folgen, wie ich das schon gesagt habe, in letzter Zeit privat nicht viel FIFA gespielt. Da komme ich in letzter Zeit relativ selten zu. Von daher kann es sein, wie so oft, dass das Gameplay ein bisschen eingerostet ist und darunter leiden wird. Und von daher bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob sich das jetzt so großartig auswirken wird. Vielleicht wirkt sich der Schnee auch noch ein bisschen negativ aufs Spiel aus. Aber eigentlich sollte das heute eine klare Sache sein. Und wir sollten hier heute auf jeden Fall die Tabellenführung verteidigen. Alles andere wäre eigentlich schon so eine, ja, ich würde sagen, eine kleine Enttäuschung. Wenn es am Ende nur ein Unentschieden wird, ist das halb so wild. Dann würden wir die Tabellenführung trotzdem verteidigen. Aber ein Sieg sollte heute eigentlich, zumindest was, wie gesagt, die Statistik angeht, heute drin sein. Von daher starten wir rein in den 11. Spieltag in das Eintracht-Duell in Frankfurt. So, wir kommen gleich mal über Khelifi und über Winter. Khelifi. Im Chor damit. Der macht das eigentlich ganz gut gegen Hasebe, aber verliert dann aus irgendwelchen Gründen da den Ball. Blum verliert dann wieder auch hier gegen Chor den Ball, der den sich gut zurückkämpft. Winter. Mit einem richtig schwachen Ball sollte einfach auf Selke spielen, macht das aber nicht. So gibt es die Kontermöglichkeit für die Frankfurter. Und die spielen das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Robert Bauer ist dazwischen, macht das richtig stark. Gewinnt das Kopfballduell und so geht es jetzt erstmal wieder in die andere Richtung. Khelifi. Selke sucht die Anspielstation, findet sie in Dominic Chor. Tobias Winter wird da leicht gefoult und dann gibt es auch den Freistoß. Am Ende war es, glaube ich, was? Tisserand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, den Freistoß, aber wir haben, glaube ich, nicht die besten Freistoßschützen im Team. Gnabry kann es auch nicht. Khelifi. Wir probieren es einfach mal mit Khelifi. Freistöße ja, wie gesagt, sowieso nicht so meine Spezialität. Das haben wir in der Karriere schon das ein oder andere Mal gesehen. Und hier habe ich es wieder glorreich unter Beweis gestellt. Natürlich, wir haben auch keinen wirklichen Freistoßschützen. Das wäre vielleicht auch nochmal was für die Transferphase. Wir kommen wieder über Murawski, Gnabry. Dominic Chor hat das Auge für Selke. Der Ball ist aber nicht gut gespielt und kommt so auch nicht an. So, erstmal wieder Einwurf, Gnabry. Wir machen hier schon jetzt gerade, kann man sagen, das bessere Spiel. Da sage ich es und dann passt Gacinovic da richtig gut auf. Lux Bauer da den Ball ab. Und holt den für die Eintracht aus Frankfurt. Chor wieder richtig gut dabei. Und dann gibt es Freistoß, was meiner Meinung nach überhaupt kein Freistoß war. Da hat Chor, glaube ich, weder gehalten noch sonst irgendwas gemacht. Er hat einfach lediglich den Ball rausgespielt. Aber egal. Das ist Tobias Winter. Das war meiner Meinung nach ein Foul. Da pfeift er aber wiederum nicht. So, jetzt Selke. Selke. Winter macht das gut. Dominic Chor heute sehr, sehr auffällig. Chor. Aber irgendwie finden wir noch nicht so die hundertprozentige Lücke. Da ist sie jetzt mal Selke, aber der braucht viel zu lange.
anstatt dass er den einfach abschließt. Zumindest mal irgendwie einen Ball aufs Tor bringen. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hector auf Rehgesel. Heute auch einen ganz guten Eindruck bei der Eintracht aus Frankfurt macht. Fabian mit einer richtig starken Grätsche gegen Dominic Kohr, der sich da noch beschwert. Anstatt einfach aufzustehen und den Ball wieder zu holen. Jasinovic. Blum macht das richtig stark, hat da natürlich auch das Glück. Fabian und dann ist Nyland da. Hier hätten die Frankfurter gut und gerne einfach in Führung gehen können. Brauchen am Ende aber zu lange und Nyland ist dann abgezockt genug, um das hier auch so zu lösen. Okay, jetzt spielt FIFA noch mal ein bisschen mit. Lässt Winter einfach keine Chance, da irgendwie an den Ball zu kommen. So, okay, Leafy. Wo spielt der den Ball denn hin? Aber der ist gar nicht mal so schlecht. Gnabry kommt da beinahe noch ran. Wenn er den da bekommt, dann wird es gefährlich für die Frankfurter Eintracht. Aber er bekommt ihn nicht. Und so bleibt es hier, glaube ich, ein eher, ja, zum Zusehen langweiligeres Spiel. Kelifi, Selke, sucht wieder die Anspielstation, aber es kommt niemand so wirklich irgendwie anspielbereit mit. Und so ist der Ball dann auch relativ schnell wieder weg. Lindner und dann kommt Selke zu spät, Gacinovic. Also er spielt sich hier das meiste in der Frankfurter Hälfte ab, aber insgesamt haben, wenn wir mal den Ball haben, dann wissen wir nicht so wirklich, was damit anzufangen. Dann gehen wir nach vorne, aber dann ist er relativ schnell wieder weg, weil irgendwie niemand sich verantwortlich fühlt, sich mal in irgendeiner Weise frei zu laufen. Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Möglichkeit gewesen. Wenn dann mal jemand frei ist, dann kommen die Bälle halt nicht an. Also bis hier ein sehr durchwachsenes Spiel. 0:0 geht vollkommen in Ordnung, weil wir uns auch einfach keine Chancen rausarbeiten. Frankfurt ist dadurch, was das anbelangt, deutlich die bessere Mannschaft. Rehgesel. Fabian. Jetzt Flum, da hat Kiewski gepennt. Tekali ist dazwischen. Dann gibt es wieder einen Freistoß. Wo ich einfach nicht weiß, wofür. Wie soll man das anders regeln? Tekali geht ganz normal in den Zweikampf. Meiner Meinung nach, so sah es zumindest jetzt für mich aus. Geht da ganz normal, meiner Meinung nach, in den Zweikampf. Und auf einmal gibt es dann den Freistoß und da gäbe es vielleicht nochmal eine ganz gute Kontermöglichkeit. Die Nachspielzeit war aber schon abgelaufen und so gibt es jetzt erstmal Halbzeitpause. Und ich weiß nicht so wirklich, was ich von dem Spiel bis hierhin halten soll. Insgesamt hatten wir sogar eine Chance, okay. Kann ich mir jetzt so gar nicht dran erinnern. Insgesamt ein total chancenarmes, langweiliges Fußballspiel in der Fußball-Bundesliga. Das geht auf jeden Fall besser und da wollen wir natürlich jetzt in Halbzeit 2 irgendwie versuchen, das umzusetzen, das besser zu machen. Die Eintracht aus Frankfurt hat uns ja in der ersten Halbzeit meistens gewähren lassen, aber wenn wir dann irgendwie mal zu nah an den Strafraum gekommen sind, dann hat er eben einer zwischengehauen, mein Gott, was ist denn los, zwischengehauen und dann war der Ball auch hier nicht schon wieder weg. So, jetzt kommen wir mal über Tobias Winter, über Selke. Das ist eine gute Möglichkeit. Und den Ball, den kann man schon mal aufs Tor bringen. Riesenmöglichkeit hier zum 1:0 für Davy Selke. Aber er nutzt es nicht. Vermutlich vielleicht auch noch dem Schnee geschuldet, der hier liegt in Frankfurt. Tawata. Mascarell. Wir müssen einfach nur aufpassen, nicht, dass Frankfurt jetzt irgendwie mal zu einer ganz guten Chance kommt, so wie in der ersten Halbzeit und die dann auch noch nutzt. Degali. Murawski, weil insgesamt vom Spielerischen würde ich sagen, sind wir bis hierhin die bessere Mannschaft. Aber Frankfurt macht das gar nicht so dumm. Die machen das sogar relativ intelligent. Bafo kommt zu spät und dann ist Degali dazwischen und macht das richtig stark und kann damit gleich den Konter einleiten. Aber Kilifi läuft weder, spielt einfach nur Standfußball und spielt dann den Ball einfach weg. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es ist jetzt kein wirklich schlechtes Spiel von uns, aber von gut ist es auch weit entfernt. Tobias Winter. Sagen wir mal so, wir werden gerade der Tabellenführerrolle nicht wirklich gerecht. Selke setzt sich gut durch und jetzt macht er das 1:0.
Wir gehen in Führung. Es ist, glaube ich, insgesamt gesehen zwar verdient, aber ich bin trotzdem überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, die wir hier heute abliefern. Tisserand, Ex-Ingolstädter, Flum. Und dann machen wir es gar nicht schlecht. Kilifi, Murawski, Chor, Selke, wieder Dominik Chor. Und jetzt spielen wir das Ganze mal direkt, schnell und ja, relativ ansehnlich. Und dann wird es auch gleich wieder gefährlich. Und so müssen wir jetzt weitermachen. Dekali wieder gut dazwischen. Chor, Bafo. Und jetzt geht's nach vorne. Über Tobias Winter, über Kilifi. Wieder über Winter. Wieder Kilifi. Kilifi hat die Möglichkeit. Und da wäre der Ball in die Mitte zu Davy Selke vielleicht die bessere Möglichkeit gewesen. Aber wir bleiben dran. Tobias Winter mit der Ecke. Die kommt auf Davy Selke. Und jetzt Dekali kommt nicht mehr ran. Auf einmal sind wir da. Auf einmal spielen wir ordentlichen Fußball. Wir müssen gleich auch nochmal eben dran denken zu wechseln. Das machen wir jetzt mal eben ganz schnell. Bevor wir das wieder vergessen, wir sind ja auch schon in der 70. Minute. Von daher kann man vielleicht sogar drüber nachdenken, gleich den Dreierwechsel rauszuhauen. Ich würde sagen, wir bringen Abdullahi. Wir bringen Ex-Frankfurter Rogota für Gnabry, der heute nicht allzu viel gezeigt hat, und Kerem Demir bei. Warten wir nochmal ab, ob wir ihn heute schon bringen oder ob wir vielleicht auch in der Schlussphase lieber nochmal einen Verteidiger bringen. Mascarell und Blum. Und dann wehrt Kijewski den, glaube ich, sogar noch ab, und darum gibt es jetzt den Eckball. Ich war gerade kurz überrascht. So, der Ball geht wieder raus. Winter setzt sich da gut durch gegen Regesse. Murawski nimmt Abdullahi mit. Abdullahi weiter auf Kilifi. Aber der dann mit der falschen Entscheidung, beziehungsweise ich mit der falschen Entscheidung, zieht er in die Mitte. Der Weg nach außen wäre die deutlich bessere Variante gewesen. Bafu, und jetzt gibt es die Möglichkeit für Danny Blum, und Nyland rettet gleich zweimal, und dann ist noch der Pfosten mit dazwischen. Jetzt hätte sich die Eintracht aus Frankfurt den Ausgleich doch schon verdient. Und eigentlich wäre es jetzt vielleicht sogar schon die bessere Variante, ein Stückchen defensiver zu gehen, weil Frankfurt wird jetzt hinten aufmachen. Kilifi macht da gutes Pressing. Ein bisschen defensiver zu gehen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von Defensivfußball. Ich würde dann lieber versuchen, jetzt aufs 2 zu 0 zu gehen. Zumal es jetzt noch vielleicht ein bisschen früh ist. Mascarell, wir gehen jetzt rein. Wir werden einen Verteidiger, denke ich mal, bringen. Obwohl, kann Winter, kann MS. Und okay. Dann werden wir jetzt Chor rausnehmen, dafür Demir bei reinbringen. 81 Minuten vorbei. Und weiterhin 1-0. Mittlerweile ein glückliches 1-0. Abdullahi macht das stark. Nimmt Winter mit. Der verliert den Ball. Und dann kann er den nicht wieder zurückholen. Das ist ärgerlich. Eland. Raus auf Bunyaki. Der bringt den Ball rein. Jetzt wird's gefährlich. Aber wieder ist Robert Bauer dazwischen. Also mittlerweile hätte sich die Eintracht aus Frankfurt das 1-1 deutlich verdient. Mascarell macht das stark gegen Winter, der dann natürlich körperlich keine Chance hat. Kommt hier überhaupt nicht an den Ball. Das ist wirklich noch so das einzigste Manko, was er aktuell hat, dass er einfach körperlich überhaupt nicht präsent ist. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, wieder ist niemand da. Der hält uns hier heute in der Partie. Beziehungsweise hält uns hier heute die Führung fest. Wir gehen jetzt das Stückchen defensiver. Spielen den Ball wieder raus. Und da ist überhaupt niemand. Nicht mal der Keeper ist Lindner mit vorne. Dann geht's jetzt ab. Abdullahi auf dem Weg zum 2-0. Und damit steht 2-0. Süleyman Abdullahi mit dem 2-0. Am Ende vielleicht sogar ein bisschen unverdient. Muss man sagen. Ich habe gar nicht realisiert, dass Lindner mit vorne war. Und dann war auf einmal nur Abdullahi mit dem Ball in der Frankfurter Hälfte. Und so steht es jetzt 2-0 am Ende. Gewinnen wir das Eintracht-Duell
verteidigen wir die Tabellenführung gegen Dortmund. Und am Ende können wir dann doch, glaube ich, ganz zufrieden sein. Die zweite Halbzeit, die hat es nochmal so ein bisschen rausgerissen, zumindest der Anfang der zweiten Hälfte, der hat uns gehört, der hat auch das Spiel, würde ich sagen, entschieden. Am Ende hätte Frankfurt sich das Unentschieden natürlich verdient, hat er natürlich aufgemacht, ist ganz klar. Und dann, ja, hat ihn das am Ende sozusagen das Genick gebrochen, um sozusagen Boland, meine Rolle im Verein, diverse Versprechungen, können wir aktuell nicht viel machen. Ja, das hat ihn am Ende dann so ein bisschen das Genick gebrochen, das kann man, denke ich, so sagen, dass Lindner dann nochmal der Ecke mit nach vorne geht. Und dann ist Abdullahi, hat dann eben auch das Tempo, eben da allen davon zu laufen. So, Gnabry geht auf die 78, das freut uns natürlich, das ist richtig, richtig stark. Und ja, als nächstes geht's gegen Aberdeen in der Europa League. Ist es schon das letzte Europa League-Spiel? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, es ist das vorletzte Europa League-Spiel. Und wir schauen gleich mal, ob wir jetzt schon sicher weiter sind. Ich bin mir, also theoretisch sind wir, glaube ich, sicher weiter. Theoretisch gesehen. Es sind noch zwei Spiele. Ja, wir sind auf jeden Fall schon sicher weiter. Es geht jetzt halt noch mit Alkmaar darum, die noch nicht sicher weiter sind. Aber es geht jetzt eben darum, ob es Platz 1 oder Platz 2 wird. Aktuell sieht alles nach Platz 1 aus. Ja, und von daher soll es das auch schon wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn euch das Ganze heute gefallen hat. Und von daher würde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!